Wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen, meine Herren. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen hier zu Gast bei Brahms und heute Abend unser Gast, der Komponist Dieter Mack. Ein Applaus. Dieter, ich habe auf meine rote Fliege verzichtet, aber du hast den roten Schal, den man nicht kennt. Das ist einfach seine Frage. Was hat es damit auf sich? Gar nichts. Ich mag die Farbe im Kontrast zu dem Rest der Kleidung. Das ist aber nicht so ein Markenzeichen. Dass nein, ist kein politisches Statement. Und wie bei Walter Momper. Ja, oder bei Friedhelm Döhl. Oder Friedhelm Döhl. Oder wer war noch? Matthias Sparlinger. Ah, ja. Beim Sparlinger war es ein politisches Statement, ganz eindeutig. Bei dir ein ästhetisches. Bei mir, ich mag einfach dieses Rot gegenüber Blau und Weiß und das war's dann. Aber wir sprechen heute Abend noch über andere Dinge als über den Schal von Dieter Mack. Denn Großereignisse werfen natürlich ihren Schatten voraus, meine Damen und Herren. Am Sonntag ist die große spektakuläre Uraufführung von Dieter Macks großem Werk Itschal. So wird es gesprochen, habe ich mir sagen lassen. Wir werden über dieses Werk natürlich heute Abend im Verlauf noch intensiver sprechen. Mich würde interessieren, da sind dann 140 Leute auf der Bühne. In der Muck sind wir ganz groß. Bist du da im Vorfeld ein bisschen angespannt, aufgeregt oder? Also ich würde lügen, wenn ich sage nein. Mhm. Ich denke, bei jeder Uraufführung bin ich sehr aufgeregt und ich sage eigentlich immer zu meinen Freunden, auch zu meiner Frau, bitte nicht neben mir sitzen während der Uraufführung. Ich bin unerträglich. Ja. Und hast du die Proben schon so ein bisschen mitverfolgt, schon Mäuschen gespielt? Und nein, das war eine Abmachung zwischen Johannes Knecht, der netterweise heute Abend auch hier da ist, der Dirigent, ja, freut mich willkommen sehr. Mhm. Und wir haben das miteinander besprochen. Wir hatten einen regen E-Mail-Austausch von morgens bis abends, immer mit kurzen Fragen, konnten wir also Unklarheiten klären. Und ich finde es ganz wichtig als Komponist, dass man dem Dirigenten und dem Orchester zunächst mal Zeit lässt, sich selbst zu finden. Mhm. Und gerade bei einem Hochschulorchester, das ja zusammengewürfelt ist, das kein Orchester ist, das jetzt seit Jahren zusammenspielt, ist das besonders wichtig. Mhm. Wenn dann der Komponist hinten drin sitzt und gleich beim ersten Tag sagt, Moment, nein, das habe ich mir aber anders, das zerstört jede Probe. Mhm. Und ich bin sogar einmal von einem Dirigenten, als ich bei so einem eigentlich Profi-Ensemble dabei war, ausgeschmissen. Da hat er recht gehabt. Es war Johannes Kalitzke ganz nebenbei. Aber irgendwann kommst du zu den Proben dazu? Ja, morgen Nachmittag komme ich das erste Mal dazu, das haben wir so vereinbart. Und dann das ist keine Drohung, sondern es wird so sein, dann kann man noch mal ein bisschen abstimmen, sicher. Hättest du das Werk auch selber dirigieren können? Nein. Klare Antwort. Ja. Also ich habe, wie du dich vielleicht erinnerst, am Anfang versucht, auch meine eigenen Stücke zu dirigieren und auch andere und habe gemerkt, das liegt mir nicht. Mhm. Ich kann auch sagen, warum, aber ja, interessiert dich das? Natürlich, unbedingt. Gut. Alle interessiert das, warum Johannes ich denke, ist natürlich ein toller Dirigent, aber warum du es nicht selber dirigierst? Der Hauptgrund ist vor allen Dingen der, dass ich zunächst mal so mit Bewegungstechniken, Dingen behaftet wäre, dass ich mich zu wenig auf die Musik fixieren kann, konzentrieren kann. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass meine Ensemblepraxis als Musiker aus ganz anderen Traditionen kommt. Zum Beispiel eben aus Jazz und Rockmusik, aber auch aus der balinesischen Gamelanmusik. Und dort hat man keinen. Dort probt man die Sachen einfach, man macht es nochmal, bis es dann eben perfekt funktioniert. Und das ist natürlich in so einem Kontext völlig unmöglich. So kann man mit dem Orchester nicht arbeiten. Und da ich selbst nicht anders arbeiten kann, weil ich damit aufgewachsen bin, okay. Machen andere, die es besser können. Prima. Wir sprechen, lieber Dieter, nachher natürlich noch ein bisschen ausführlicher über das Werk. Und zunächst möchten wir natürlich wissen, wer ist dieser Komponist Dieter Mack? Wollen ihn ein bisschen näher kennenlernen. Und das machen wir, lieber Dieter, mit einem kleinen Warm-up, wenn ich das so sagen darf. 10 kurze Fragen mit der Bitte um kurze Antworten. Ja. Als Kind wollte ich sein wie? Sportlich. Meine Lieblingsfarbe ist? Blau. Welches Buch könntest du immer wieder lesen? Zen oder die Kunst, ein Motorrad zu warten, von Robert Pirsig. Mhm. Welchen Film kannst du vorbehaltlos empfehlen? Alles, das Andrei Tarkowski als Regisseur gemacht hat. Mhm. Alles. Angenommen, du wärst jetzt für einen Tag geschäftsführender Intendant hier in Lübeck am Theater. Welches Stück würdest du aufs Programm setzen? Prometheo. Mhm. Also, ah ja. Mhm.
Für dich das schönste Liebeslied? Die Oper L'Enfant et le Sortilège von Maurice Ravel. Mhm. Bei welcher Musik schaltest du das Radio ab? Bei schlechter. Worüber kannst du lachen? Über Dinge, die mich amüsieren und über mich selbst, wenn ich Fehler mache. Mhm. Ich glaube, dass Humor eines der wichtigsten kommunikativen Elemente ist, die man sich beibehalten sollte. Welcher Ort inspiriert dich am meisten zum Komponieren? Das ist eine schwere Frage. Eigentlich mein Schreibtisch. Mhm. Ideen kommen an ganz anderen Stellen, aber das eigentliche Komponieren klappt am besten, habe ich festgestellt, an meinem Schreibtisch, wo ich einfach so eine gewisse Ordnung, Unordnung, man mag das nennen, wie man will, aber das hat eine Atmosphäre, mit der ich dann am besten umgehen kann. Mhm. Welchen Gast würdest du am liebsten einladen in deine Talkshow zu Gast bei Mack? Und Lebendige oder auch Tote? Alles möglich. Maurice Ravel natürlich. Maurice Ravel, ja. Okay. Die 11. Frage darfst du jetzt ein bisschen ausführlicher beantworten. Das waren schon 10. Also ich habe gedacht, wie verdammt nochmal, müsst ihr endlich vorbei sein. Wie kommt man überhaupt auf die Idee, Komponist zu werden? Also man hört es ein bisschen an deiner Sprache. Du bist Pfälzer, Südstaatler. Wie kommt man da auf die Idee? Die Sklaverei haben wir abgeschafft. Ja, abgeschafft. Okay. Aber wie kommt man auf die Idee, Komponist zu werden? Das ist ja sicher nicht so, dass man irgendwie mit einem Feuerwehrauto spielt und sagt, ich werde Feuerwehrmann oder Polizeiauto und so. Also sicher nicht in ganz frühen Kindertagen oder doch schon. Nee, das war ganz anders. Also wie ich vorhin, glaube bei der ersten Frage antwortete, dass ich zunächst viel mehr dem Sport zugewandt war, was auch meine Eltern natürlich bevorzugten. Natürlich stand bei uns im Haus ein Klavier und wie sich das in so einem Mittelklassehaushalt gehört, dann muss der Bub eben Klavier lernen. Das hat er dann auch ganz mit Terni und so weiter, du kennst das. Einzelhaft am Klavier. Ja, einzelhaft am Klavier, das ist der richtige Ausdruck. Mhm. Und das hat sich dann insofern verändert, als ich in dem Sport, den ich betrieb, das war Kunstturnen, mir einen Wirbelsäulschaden zuzog. Oha. Und 2 Jahre lang Korsett tragen musste und dann natürlich auch versuchte, mich anders zu orientieren. Also warst richtiger Kunstturner. Ja. Ich war sogar in einer etwas Spezialriege mit 5-mal Training pro Woche. Und in dem Moment, als dann in der Pubertät ich zu schnell gewachsen bin, sind die Wirbel etwas zu Schaden gekommen. Und deswegen musste ich das aufgeben. Naja, und dann hat man angefangen mit Freunden, das war in der Jugendgruppe zunächst, eine Art Skiffle-Band zu gründen. Sie wissen alles, was eine Skiffle-Band ist, also so mit Waschbrett und so allen möglichen Alltagsgegenständen. Und das ging dann weiter, dann hat man gedacht, das könnten wir doch mal versuchen, ein paar Songs von den Beach Boys nachzuahmen. Und so ergab eins das andere. Zum Leidwesen meiner Eltern spielte ich zunächst Schlagzeug und bin dann aber relativ schnell durch meine Kenntnisse des Klavierspiels auf Keyboards umgestiegen. Und dann begann eigentlich schon das Komponieren, wenn du so willst. Ja. Allerdings mehr im Sinne von Imitation der Idole, so würde ich das nennen. Und das waren? Naja, damals vor allen Dingen Jazzrock-Gruppen wie Soft Machine, das war Frank Zappa natürlich, das war mehr aus dem sogenannten Psychedelic-Bereich, Gruppen wie Popol Vuh, Tangerine Dream, Ashra Temple, ohne Drogen allerdings, habe ich nie genommen. Hätte ich jetzt auch gesagt. Also das war so die Welt, in der ich dann groß geworden bin. Und aus dieser Welt, wo er groß geworden ist, da haben wir jetzt einen wirklich sensationellen Mitschnitt aus dem Jahr 1976. Dieter Mack am Schlagzeug seiner... Nee, da bin ich schon Keyboarder. Ah, da bist du Keyboarder. Da bin ich schon Keyboarder. Da bist du schon Keyboarder, habe ich jetzt falsch gesagt. Als Keyboarder in der folgenden Aufnahme, kannst du zu dem Stück noch was sagen? Wie erfolgreich war die Band? Ach, wir waren eigentlich in... Süddeutschen Raum relativ renommiert. Man kannte euch. Ja. Hat sie da schon den roten Schal? Weiß ich nicht. Okay. Wir hören einfach mal rein in die Nummer. Number 2, ja?
meine Studierenden kennen das. Nee, weiß nicht. Kennt das jemand? Ja. Du kennst es. Okay, einer. Einer. Also, es ist ja eine ganz eigene Welt, in der du da groß geworden bist. Da schon komponiert in der Zeit für die Band. Ja. Kann man sich ja dann auch vorstellen, war das jetzt auch ein Stück von dir? Ja, natürlich. Okay, also ein okay, alles klar. Dann habe ich es noch ein bisschen klarer verstanden. Es ist jetzt so, wenn man auf Komponisten mal so ein bisschen zurückschaut, gibt es ja oft so Biografien, die sich auch stilisieren, möchte ich mal sagen. Also da könnte man überall reingreifen. Ich sag mal ein Beispiel, Max Reger, der auf den grünen Hügel gepilgert ist, mit 15 Wagner gehört hat, Parsifal, da schreibt er so, hat er 14 Tage lang geheult danach und dann sei er Komponist geworden. Also so, sich ja, so stilisiert. Gibt es so Schlüsselerlebnisse mit Komponisten oder Konzerterlebnissen dann auch? Nicht nur das eigene, die eigenen Bands, sondern gibt es das für dich auch? Also der eine Weg eben zum Komponieren ging über diese Schiene, dass ich dort regelmäßig für die Band komponiert habe und eben durch die Dinge, die wir uns anhörten. Wir waren alle extrem neugierig und alles wollten wir gleich mal ausprobieren. Das waren zum Teil relativ dilettantische Versuche, das will ich gar nicht abstreiten, zum Teil aber auch ganz erfolgreiche. Und dann gab es einfach Schlüsselerlebnisse. Es waren so drei Konzerte, die mich sehr beeindruckt haben. Mhm. Und wo ich danach, das war relativ nah beieinander, das war im Rahmen von etwa 3 Monaten, wenn ich mich richtig erinnere. Das eine war Bruckners 7. Sinfonie im Speyerer Dom. Wenn Sie den Speyerer Dom kennen, es gibt kaum eine Kathedrale mit einem längeren Nachhall, das sind 19,5 Sekunden vom Südwestfunk dort gemessen. Mhm. Und Bruckner hat die, Selby Dach hat damals dirigiert und hat das Stück etwa auf die fast die doppelte Länge ausgedehnt wegen des Halls. So war, ja, aber das war genial gemacht und das hat mich unglaublich beeindruckt. Mhm. Und in der gleichen Lokalität im Speyerer Dom gab der Organist Sigmund Sattmarie zu jener Zeit ein Konzert mit Ligeti Volumina und eigenen Improvisationen. Und die ganze Farbigkeit der Orgel hat mich damals auch sehr, sehr beeindruckt. Mhm. Und das Dritte, damit sind wir fast sogar auch, haben eine Verbindung zur Orgel. Das Dritte war eine Aufführung des Netherlands Stars Theater. Das war eine Modern Dance Gruppe aus Holland, die zu jener Zeit eigentlich weltweit führend war, würde ich sagen. Und ebenso der Choreograf Hans van Manen. Und das Mannheimer Nationaltheater war zu jener Zeit eine Hochburg des modernen Tanzes. Und dort hatte ich mehrere Aufführungen mit dem Netherlands Dance Theater gesehen. Und diejenige, die mich wirklich ganz stark in Beschlag genommen hat, war eine, zwar waren zwei Choreografien, die eine auf die Telemusik von Karl-Heinz Stockhausen, das ist elektronische Musik, und das zweite Werk an diesem Abend war Le Banquet Céleste von Olivier Messiaen. Ah ja. Und diese drei Dinge zusammengenommen ließen dann in mir das Gefühl wachsen, da will ich auch hin. Sind ja ganz unterschiedliche Erfahrungen, wenn du sagst Bruckner, Ligeti, Stockhausen, und Messiaen. Es geht sicher auch viel um Farbe, das werden wir jetzt nämlich hören. Wir hören mal in eines dieser Schlüsselerlebnisstücke hinein, nämlich in den Messiaen. Ja, vielleicht gerade noch ein Wort vorher über die Bühne. Ja. Die Bühne war in einem hellblau, wieder das Blau, ein ockerfarbener Boden, alles ganz glatt und hinten eine leichte rote Färbung in etwa so im goldenen Schnitt auf der Bühne. Und nur zwei Tänzer, die ganz wenig Bewegung gemacht haben. Das war sowas von intensiv zu der Musik, die Sie jetzt hören. Der Einzelklang steht und einen berührt, das hat dich überhaupt dann auch in der Klanglichkeit beschäftigt später, Messiaen? Ja. Also wenn ich... Ich hatte ja vorhin schon angedeutet, ich würde gerne Ravel einladen. Messiaen brauche ich nicht mehr einladen, den habe ich selbst noch kennengelernt. Ja. Und, aber gerade in der französischen Musik spielt ja die Klangfarbe eine ganz entscheidende Rolle, im Gegensatz zu vielem in deutscher Musik. Es gibt von Hindemith einen ganz bösartigen Satz über Klang in der Musik. Ja, ich habe ihn, glaube ich, mal... Nee, sag mal. Bei seiner Antrittsvorlesung in Zürich hat er gesagt, dass diejenigen Komponisten, so sinngemäß,
die den Klang in der Musik bevorzugen, nie große Karriere machen können. Mhm. Das kann nie große Musik werden. Das ist Hindemith. Und die Franzosen, das sage ich jetzt nur umgekehrt, weil wir ja auch so eine schöne Ausstellung hier zu Brahms und Frankreich hatten vor einiger Zeit und uns gerade mit den unterschiedlichen Klangkonzepten sehr beschäftigt haben bei, sagen wir jetzt mal, Lalo, Saint-Saëns oder anderen Franzosen im Vergleich zu Brahms. Da hat nämlich Édouard Lalo Folgendes Böse gesagt über Brahms jetzt umgekehrt. Wenn ich so instrumentieren würde wie der, dann würde ich nochmal auf die Schulbank zurück, aufs Konservatorium. Das geht in die gleiche Richtung. Und das nach den ersten Sinfonien von Brahms, muss man sich so vorstellen. Also es gibt da schon sehr unterschiedliche Vorstellungen in der Klanglichkeit. Also ganz sicher ist der französische Klang filigraner, feiner, hat einen größeren Eigenwert auch. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Und dieser Eigenwert des Klangs, das ist etwas, was mich beschäftigt hat, was natürlich gerade auch in dieser, vorhin hatte ich es genannt, dieser Psychedelic-Richtung auch eine Rolle spielte. Da war die, also das war relativ nah beieinander. Und ich habe dann in meinen eigenen, mehr improvisatorischen Arbeiten immer wieder versucht, wie kann ich Klang richtig komponieren. Damals habe ich es noch sehr viel auch mit elektronischen Mitteln gemacht. Und aus verschiedenen Gründen, auf die wir ja wahrscheinlich noch zu sprechen kommen, war die Elektronik für mich eines Tages völlig obsolet. Das hat mich nicht mehr interessiert. Das ist eine große Reise nach Bali. Richtig. Das muss man einfach sagen, 1978 zum ersten Mal in Bali. Und jetzt habe ich in einem Text von dir gelesen, danach ist nichts mehr so, wie es vorher war. Ja. Was heißt das? Also du warst in Bali in einer ganz anderen Welt, hast dich von der Elektronik verabschiedet. Also oder ich führe vielleicht gerade mal diese Klangsache ganz kurz aus. Es war ja auch die Zeit in der zeitgenössischen Musik, als man versuchte, durch neue Spieltechniken neue Klänge zu erzeugen. Und das hat mich nie interessiert. Es hat mich vor allen Dingen dann auch deswegen nicht mehr interessiert, weil ich in Bali gemerkt habe, dass Instrumente eine Aura, eine gewisse Persönlichkeit für die Balinesen darstellen. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und ich fand das genauso übertragbar auch auf unsere Instrumente und habe deswegen also beschlossen, diese sogenannten neuen Spieltechniken, Kratzen, Klopfen, alles Mögliche, das kann man machen und man muss es, wenn man es macht, eben auch richtig konstruktiv machen. Und genauso Elektronik war für mich in dem Moment nicht mehr interessant, weil mir die ganze Körperlichkeit gefehlt hat. Und das ist durch Bali ausgelöst worden, das ist richtig. Und dann habe ich eben neue Wege suchen müssen. Und bei Messiaen habe ich dann diesen Ansatzpunkt auch gefunden, allerdings auch schon bei Ravel, dass man Klangfarbe richtig komponieren kann durch eine Kombination von Harmonik und Instrumentation. Wobei das natürlich ja auch schon außereuropäische Eindrücke waren bei Debussy. Haben wir ja schön zusammen eine Vorlesung gemacht über Exotismus auch im 19. Jahrhundert. Oder wenn wir weiter zurückgehen, also dass es so exotische Beeinflussungen gibt. Ich sage mal, ein ganz simples Beispiel ist ja das Orientalische, das à la Turca, so bei Mozart. Ne? Was natürlich aber, und deshalb möchte ich das so ein bisschen betonen jetzt, ja schon auch so in der Gefahr steht. Ne? Also einerseits, man hat so einen eurozentrischen Ausgangspunkt, von dem man auf die Welt sozusagen schaut. Und bei Mozart ist natürlich dies à la Turca in der Klaviersonate am Ende, in der A-Dur-Sonate, irgendwie doch auch ein domestizierter türkisch-osmanischer Klang. Denn wenn man mal so eine Kombo da gehört hat, richtig original vom Ensemble Sarband oder so gespielt, dann würde ich sagen, wow, also wie martialisch, wie Chingdarasabum, das wirklich wie unter die Haut gehend eigentlich diese Musik unmittelbar ist im Hören. Wenn man das jetzt mal so ein bisschen überträgt auf die Situation, du hast dich auseinandergesetzt mit, kommen wir ja auch noch drauf, balinesischer Gamelanmusik mit Instrumenten dort, mit Klängen. Wie ist das, in was für eine Falle kann man da sozusagen tappen, sage ich als Europäer? Naja, die Falle ist vor allen Dingen die, dass man dann anfängt, das nachzuahmen. Und das haben ja auch die Franzosen nur in den seltensten Fällen gemacht. Ist dann eher eigentlich etwas passiert in diesem Bereich in der Popularmusik, wo man das etwas banal imitiert hat. Und ich glaube, diese ganze Exotismus-Sache ist ja, wie du richtig sagst, gar nichts Neues. Das finden Sie auch bei Rameau letztendlich schon solche Ansätze. Ja, und dort waren das mehr solche Bilder, pastischartige Bilder, die man in die eigene Musik mit einbezogen hat.
Und so diese richtige Auseinandersetzung mit Musik anderer Kulturen, die hat ja tatsächlich erst im späten 20. Jahrhundert fast stattgefunden. Mhm. Oder ja, in der Mitte des 20. Jahrhunderts vielleicht. Und ich glaube, die Gefahr ist, dass man die kulturimmanenten Komponenten einer anderen Musikkultur sehr leicht übergeht. Mhm. Und wenn man das tut, dann klingt das tatsächlich wie etwas Fremdes im eigenen. Mhm. Und solange es das ist, macht man irgendwas falsch. Mhm. Das ist, glaube ich, aber nicht unbedingt nur ein Problem jetzt im räumlichen Sinne, also bezüglich einer anderen Kultur. Ich würde das ähnlich sehen im historischen Sinne, wenn ich jetzt plötzlich anfangen würde, eine Sonate im Stile von Mozart zu schreiben. Ah, ja. Ja. Mhm. Zitat im Sinne von Bernd Alois Zimmermann zum Beispiel, im Sinne einer ganzen bestimmten Zeitverhältnis oder Zeitverständnis, das wäre eine andere Sache. Mhm. Aber nun bewusst in einem historischen Stil komponieren, wüsste ich nicht, was es soll. Ich muss das Fahrrad nicht nochmal neu erfinden. Mhm. Wir haben ja das kann man eigentlich, finde ich, sowohl in der historischen Distanz, die du sagst, jetzt so zu Mozart, aber vielleicht auch in der räumlichen Distanz, jetzt sage ich mal einfach zu Bali, so verstehen, dass wir natürlich ja doch unsere eigenen Verstehensmuster haben, unsere eigenen Wertvorstellungen, unsere eigenen Perspektiven, eigene ästhetische Konzepte. Und wenn man jetzt das, ist ja auch beim Hören genauso, wenn man jetzt das Fremde sozusagen in das eigene holt, neutralisiert man es ja auch so ein bisschen. Das war ja dieses Stichwort mit dem Mozart. Ist das nicht auch eine Gefahr, dass wenn man sich sozusagen über die Kulturen hinaus einlässt dass, und sozusagen dann die Musik auch in das eigene hineinholt, dass man das Fremde eigentlich gar nicht mehr fremd lässt, sondern entfremdet und so ein bisschen in das eigene Heimatliche holt? Oder ist das weniger eine Gefahr aus deiner Sicht? Das kann passieren. Es sind vielleicht zwei Aspekte, die damit reinspielen. Mhm. Der eine Aspekt ist der, dass ich die Auffassung vertrete, aufgrund meiner Beschäftigung mit Psychoakustik und Wahrnehmungspsychologie, dass man immer, wenn man etwas Neues hört, zunächst das aus einer Musik raushört, was man kennt. Mhm. Ein ganz normaler Vorgang, weil da die Korrelation im Gehirn stattfindet. Und so ging es mir auch natürlich zunächst in Bali, dass ich zunächst in der dortigen Musik das hörte, was ich kenne oder was ich glaubte zu kennen. Mhm. Dass es das war, was für die Balinesen am unwichtigsten war. Das ist eine ganz andere Angelegenheit. Mhm. Der zweite Punkt ist, dass ich glaube, dass jede Musikkultur zwei Komponenten hat. Ich nenne das eine intrakulturelle und eine transkulturelle Komponente. Das Transkulturelle ist für mich etwas, was nicht notwendigerweise auf irgendein spezifisches kulturelles Element verweist. Mhm. Und das Intrakulturelle ist etwas, was letztendlich nur für die eigene Kultur von Bedeutung ist. Wenn ich also zum Beispiel in meiner Musik eine balinesische Skala verwenden würde, würde ich das als einen intrakulturellen Eingriff bezeichnen. Und da habe ich eine Grenze. Mhm. Wenn ich allerdings hingegen eine bestimmte Art von Baukastenstruktur formal eine bestimmte Art von Gliederungsstruktur verwende, die höherpsychologisch jetzt nicht in dem Sinne im Vordergrund steht, sondern nur in diese Richtung, dass die Dinge zueinander in Beziehung stehen, dann hat das für mich eher eine transkulturelle Komponente, weil es auch andere Leute auf ihre Art und Weise jeweils bewerkstelligt haben. Mhm. Oder noch ein dritter Aspekt, das ist für mich vielleicht auch der wichtigste gewesen, das war die soziologische Komponente. Das heißt, die Art und Weise, dass man dort in einem Orchester von 25 Personen oder 30 Personen ohne Dirigenten quasi aus heiterem Himmel anfängt, mit einer messergenauen Präzision zu spielen, ohne dass Außenstehende überhaupt verstehen, wie das funktioniert. Mhm. Und das einmal selbst erlebt zu haben, das bringt einen tatsächlich auf völlig neue Ideen, die allerdings dann in unserer Kultur nicht ganz leicht zu realisieren sind. Mhm. Und da sage ich mir auch, das ist natürlich etwas sehr Kulturspezifisches für noch kollektivistisch organisierte Kulturen. Aber ich glaube, das Kollektivistische und das Individuelle steckt in allen Kulturen drin. Mhm. Wir glauben immer, dass wir sehr individualistisch wären. Gehen wir mal auf den Fußballplatz. Das ist, glaube ich, ein bisschen anders. Und ich denke, gerade dieses Wechselspielen, das habe ich auch in Bali erlebt.
kollektiv einerseits, trotzdem hatte ich immer den Eindruck, jede einzelne Person war auch ganz sich selbst. Mhm. Dieses Finden der Mitte in sich selber, das ist, glaube ich, ganz wesentlich und nicht irgendwo außen, mhm. sondern in sich selbst. Mhm. Und diese Dualität, und das Duale ist wiederum ein ganz typisches Prinzip in dieser Kultur dort, dass die beiden Dinge sich nicht gegenseitig ausschließen, die beiden Gegensätze, sondern sich gegenseitig bedingen. Mhm. Und das ist etwas, was sich sehr stark in mir eingenistet hat, sozusagen. Dieter, du hast ein Musikbeispiel auch mitgebracht, zu einem Gamelan-Klang, dass wir einfach jetzt nicht so wie der Blinde von der Farbe sprechen, sondern vielleicht mal einen Eindruck noch bekommen. Mhm. Möchtest du zu dem Beispiel noch was sagen? Gerne, sehr gerne, weil das war eins meiner schönsten Erlebnisse. Wir hatten, that's number seven, ne? Wir hatten 1997, 98 die Gelegenheit, durch Unterstützung des Goethe-Instituts und Pro Helvetia, not yet, just a moment, die Möglichkeit, mit drei balinesischen Komponisten zusammenzuarbeiten. Einer hat ein Stück für eine Choreografie einer Modern Dance Gruppe gemacht. Ich habe auch etwas für Gamelan geschrieben und mein Ensemble hat dann eben auch die Stücke der balinesischen Komponisten interpretiert. Mhm. Das heißt also, das, was Sie jetzt hören, ist eine originale balinesische Komposition aus dem Jahre 1997 von Ketut Çatar, geschrieben für meine Gamelan-Gruppe in Freiburg-Basel damals. Mhm. Und die spielen das auch. Also nur Bleichgesichter. Fremden Musikkulturen, die das vielleicht für manchen ja hier im Raum auch jetzt klanglich darstellt, der ist ja schon auch komplex, wenn man jetzt nicht so an der Oberfläche bleibt, sondern wenn man jetzt tiefer einsteigen will und das verstehen, würde ich mal sagen, ist ja eigentlich wie eine Sprache lernen vielleicht oder Musik als eine Art Sprache. Richtig. Und das war jetzt vielleicht Balinesisch, was ich dann auch, wenn du Balinesisch sprichst, nicht sofort verstehe, sondern ehrlich gesagt erstmal gar nicht. Bei der Musik ist es schon ein bisschen anders, weil ich mich eingehört habe auch und natürlich Erfahrungen habe und Verstehenszusammenhänge, aber ist dieser Sprachvergleich angemessen? Absolut richtig, absolut richtig. Also wenn ich vorhin am Anfang bemerkte, dass man in einer neuen Musik das hört, was man kennt, dann ist es genauso, wenn ich eine andere Sprache höre, dass ich ab und zu irgendwelche Fetzen aufgreife, weil mir das Wort vertraut vorkommt, aber deswegen verstehe ich die Sprache noch nicht. Mhm. Und genauso ist es eben mit einer anderen Musikkultur. Ich würde sagen, ich habe 4 Jahre gebraucht, bis ich sie
verstanden habe. Mhm. Und ich habe vielleicht 10 Jahre gebraucht, bis ich begriffen habe, was die Balinesen verstehen. Ah, ja. Zumindest ansatzweise. Ah, ja. Ist das für uns hier eine Hürde im Zugang zu der Musik bei dir? Nein. Wieso überhaupt sollte es? Ich frage so jetzt, wie einer Sprache eben, ne, dass man doch Übersetzungshilfen bräuchte Ich glaube, es gibt ja immer zwei Aspekte. Du kannst, du bist ja dein ganzes Leben damit beschäftigt, neue Dinge kennenzulernen. Mhm. Hoffe ich zumindest, dass jeder neugierig genug ist. Und dann hat man zunächst mal immer eine ganz emotionale Reaktion. Mhm. Das finde ich auch gut so. Und man kann sehr emotional auf diese Musik reagieren. Habe ich auch offensichtlich damals getan, sonst hätte ich es nicht weiter betrieben. Und das ist ja auch so eine Vorgabe, die ich für jedes neue Stück von mir mache. Versuchen Sie gar nicht, sich irgendwas vorher vorzustellen, was es sein könnte oder sein müsste oder sein sollte. Lassen Sie sich einfach überraschen von diesen Dingen und seien Sie offen, wenn Sie etwas Neues hören. Der Verstehensbegriff ist auf einer ganz anderen Ebene angesiedelt und das wissen wir in der Musik am allerbesten. Gerade wenn ich mir heute Occhiam Missa Prolationum anhöre, dann kann ich, wenn ich es nicht weiß, dann höre ich einfach nur einen ganz großen Klangraum, wo sich Stimmen bewegen. Und wenn ich dann erfahre, mit welcher konstruktiven Akribie dieses Stück komponiert worden ist, dann denke ich, das kann ja wohl nicht wahr sein. Jetzt sind wir auch schon bei deiner großen Uraufführung, Icchal. Zumindest der Titel hat ja etwas auch mit Bali oder mit der balinesischen Sprache zu tun. Das kommt aus dem Hochbalinesischen. Und ich spreche das richtig aus, Icchal? Ja, perfekt. Ich habe mir Mühe gegeben. Ja. Und es heißt, was heißt es? Das ist ein Begriff, der wie so viele zwischen verschiedenen Sprachen nicht ganz übersetzbar ist. Es heißt einerseits Abgrund, es heißt aber auch Öffnung, Weitung, also Unbegrenztheit. Mhm. Und ist also nicht negativ belegt, sondern es ist einfach ein Raum, in den man eintritt, der abgründig sein kann, aber nicht unbedingt muss. Naturbezogen oder ist es ein abstrakter Begriff? Abstrakt. Also abstrakt, gar nicht absolut. Jetzt so. Eigentlich mehr so lebensphilosophisch. Das Stück ist für 8-stimmigen Chor und Orchester. Kann man sagen, es geht in dem Stück um was? Gibt es einen Text? Ich denke, wenn jetzt der Chor dabei ist, gibt es einen Text oder ist das gar kein Text oder worum geht's? Ja, es ist gar kein Text. Ich habe nicht nur einmal in meinem Leben, das ist noch gar nicht lange her, ich glaube, du weißt wann, habe ich mich zu einem Text durchringen lassen, weil das Projekt gescheitert wäre, wenn ich es nicht gemacht hätte. Du weißt, was ich meine? Nein. Dieses Oratorium, natürlich. Wo deine Frau damals als Solistin mit dabei war. Ja, natürlich. Das war für das Lutherjahr ein Oratorium für Laienchöre und Laienorchester. Doch, das habe ich auch gehört. Klar. Und ich wollte damals auch natürlich ohne Text arbeiten, weil ich das immer so tue, sondern nur mit phonetischen Materialien. Mhm. Und ich habe gemerkt, das verstehen diese Leute vom Chor. Sie verstehen das einfach nicht. Und dann haben mich auch die Pröbste und die Dirigenten haben mich begniet, können wir nicht irgendwas machen, dass du doch einen Text verwendest, dass die einen Haltepunkt, diesen berühmten archimedischen Punkt, von dem ich immer rede, haben. Und dann haben sie mir einen kurzen Spruch von Luther vorgelegt, denn ich verleihe uns Frieden gnädiglich, das fand ich dann eigentlich machbar und habe dann letztendlich aus 6 Zeilen habe ich 6 Teile gemacht, jeder etwa so 10 bis 20 Minuten lang. Also kannst du dir vorstellen, dass es dann auch wieder letztendlich phonetisch war, dass der Text an sich keine Rolle spielt. Und mögen Sie sich fragen, warum macht er das? Ich mache es einfach deswegen, weil ich habe vor Literatur eine sehr hohe Achtung. Und ich finde, ein Schriftsteller schreibt einen Text, weil er ihn als Text so haben wollte. Und ich fühle mich nicht berufen, dann einen Text auch noch in irgendeiner Art und Weise in Musik umzusetzen. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, mit einem Schriftsteller zusammenzuarbeiten in einem gemeinsamen Projekt. Das könnte ich mir vorstellen. Aber ich habe Skrupel, einen Text einfach zu nehmen, selbst wenn ich die Genehmigung bekäme, und ihn in Musik umzusetzen. Mhm. Das ist eine ganz subjektive Auffassung. Das heißt, ich kritisiere niemand, der Texte vertont. Wo hätte ich auch das Recht dazu? Mhm. Aber das ist meine persönliche Auffassung und ich denke, dass man eine ganze Menge mit der Stimme machen kann, vielleicht sogar noch mehr, wenn man sie in der Vielfalt der phonetischen Möglichkeiten einfach einsetzt.
Vielleicht bin ich auch ein bisschen dadurch geprägt, dass ich 20 Jahre in einer Gruppe von drei experimentellen Vokalisten mitgearbeitet habe, die Gruppe Ex Voco in Stuttgart. Ja. Und da hat man natürlich sehr viel konkrete Poesie und diese Dinge gemacht, futuristisch, dadaistische Texte, Kurt Schwitters Ursonate und solche Sachen. Das war mir dann auch ganz vertraut, diese Welt von phonetischen Elementen, dass es für mich eigentlich auch gar nicht schwierig war oder gar nie zur Debatte stand, warum soll ich jetzt einen Text vertonen. Ja. Magst du denn zu Ical überhaupt noch etwas sagen jetzt im Vorhinein? Also es ist ein Stück, was etwa 40 Minuten geht. Es ist groß besetzt. Es ist eine große Herausforderung für den Dirigenten Johannes Knecht, aber auch für alle anderen, die ja auf der Bühne sind. Ja, ein bisschen was kann man schon dazu sagen. Du hast die Partitur dabei? Ja, ich habe sie hier dabei. Also wer danach mal reinschauen möchte, kann das gerne tun. Also zunächst mal zur Behandlung des Chores. Der Chor hat sehr instrumentalen Charakter oder wiederum die bestimmte Instrumentalstimmen sehr vokalen Charakter. Das heißt also, ich habe versucht, beide Welten näher zusammenzukriegen. Es ist also nicht so der klassische Chorgesang, sondern der Chor hat eigentlich viel mehr Ähnlichkeiten mit dem Streichersatz manchmal. Dass also so Klangflächen zugrunde liegen, weil ich ja, wie gesagt, Klänge durch Harmonien in der Regel komponiere. Und dann gibt es vier Hauptmelodien, die am Anfang einmal Sopran mit Instrumenten, Alt mit Instrumenten, Tenor mit Instrumenten und Bass mit anderen Instrumenten. Also immer Kollaparte, immer so eine Mischung, die sich durch die ersten Teile ziehen und von denen dann eigentlich die restlichen Teile sich ableiten und daraus dann eben ein sehr vielfältiges Geflecht von Klängen und Farben wird. Und wenn Sie kommen am Sonntag, lassen Sie sich einfach überraschen. Es wird wahnsinnig spannend. Und Johannes Knecht wird das sicher prima mit den Studierenden hinkriegen. Die Komposition ist ja schon 3-4 Jahre alt. Ja. Ne? Und für deine Verhältnisse, ich habe mich ja ein bisschen vorbereitet jetzt so, für deine Verhältnisse glaube ich relativ lang, dass du dran gesessen hast. Ne? Ja. Stimmt das so? Ja, also ein Jahr etwa, habe ich gelesen, ein Jahr, dass du dran gesessen hast. Gibt es dafür Gründe jetzt? Also 40 Minuten ist ja auch ein langes Stück. Ja, ist das eine Krisensituation? Ist das ein Feld, wo andere Dinge dich auch länger beschäftigt haben? Oder ich frage so in diese Richtung. Ja, die Frage ist berechtigt und die kann man natürlich auch in diese Richtung beantworten. Da war zunächst mal diese Kernidee natürlich da. Mhm. Und dann bei der Ausarbeitung bin ich zunächst mal hängen geblieben. Das war der eine Punkt. Das war nachdem diese Idee mit diesen vier Melodien, die war da. Mhm. Aber ich hatte noch keine Formvorstellung von dem Ganzen, die dann erst viel später durch ein bestimmtes harmonisches Setting, das ich für das ganze Stück dann entwickelt habe, zustande bekam. Und genau in dem Moment, just als ich hängen blieb und auch ein bisschen in einer persönlichen Orientierungskrise war, aus verschiedenen Gründen, kam ich dann in das Vergnügen, zum zweiten Mal Vizepräsident hier in dieser Hochschule zu werden, was sicher eine ganz spannende Tätigkeit war und die ich auch gerade mit Rico Gubler sehr gerne bewerkstelligt habe. Aber das heißt natürlich, wenn man seine eigene Klasse komplett weiterführt, dass für diese Dinge eigentlich keine Zeit bleibt. Und dadurch blieb es eine Zeit lang liegen und dann habe ich mir einfach mal richtig mit roher Gewalt in den Sommerferien ein paar Wochen rausgeschnitten und habe gesagt, so, da ist jetzt mal nichts anderes, Telefon aus, keine E-Mails und das muss erst fertig werden. Und das Resultat, das hören wir am Sonntag. Natürlich gibt es jetzt noch keinen Mitschnitt von irgendeiner Probe oder sowas. Deshalb können wir jetzt natürlich in dieses Stück nicht reinhören, aber wir können vergleichend oder gar nicht vergleichen, sondern einfach nur, um einen Eindruck zu gewinnen in der Art, was da vielleicht am Sonntag auf uns zukommen könnte, so möchte ich vorsichtig sagen, mal in ein anderes Stück von dir reinhören. Gerne. Was du mitgebracht hast, mit Blick auch auf Ical, also was in die Nähe vielleicht führt. Und vielleicht magst du zu dieser Musik ein bisschen was sagen. Ein paar Worte gerne sagen. Ja. Das ist in Kammermusik 5, woraus Sie schließen können, dass es eine ganze Reihe von 1 bis 5 gibt. Das ist auch so. 5 war die letzte, weil sie war mit 30 Musikerinnen und Musikern besetzt. Dann fragt man sich schon, was hat das noch mit Kammermusik zu tun? Mhm. Aber damit sind wir schon beim entscheidenden Thema, das Johannes inzwischen auch, glaube ich, ganz gut kennt. Das heißt für großes Orchester und Chor. Aber es sind laufend immer so kleine Kammerensembles, die zusammen was
im rhythmischen Unisono eben mit einer entsprechenden harmonischen Struktur, Mixturen eben machen und dadurch eben die Klangfarben erzeugen. In dem Stück Kammermusik 5 ist es tatsächlich so, dass im ganzen Stück keinen einzigen Moment irgendein Stück alleine spielt, irgendeine Stimme alleine ist. Es sind immer Kombinationen von Instrumenten und dadurch eben ganz spezifische Klangfarben, die dadurch zustande kommen. Das Ensemble Musikfabrik unter der Leitung von Enno Popper, es war eine phänomenale Uraufführung. Freitag beginnt das Brahms-Festival, am Sonntag dann deine große Uraufführung. In diesem Jahr steht das Brahms-Festival ja unter dem Motto Abgründe, Lichtblicke. Am Freitag gibt es schon ein Präludium dazu. Am Samstag ist das Präludium? Ja. Danke, pardon. Am Samstag gibt es das Präludium und da ist Dieter Mack auch schon natürlich präsent. Und zwar nicht nur auf dem Podium, sondern auch mit einem Stück von dir. Ja. Und es hat natürlich jetzt einen Grund, dass Dieter Mack in diesem Jahr auch besonders präsent ist, nicht nur jetzt in Lübeck, sondern überhaupt. Hat natürlich etwas damit zu tun, dass du die Perspektive erreicht hast, das Professorenamt ruhen lassen zu können. Das heißt, du kannst in die Zukunft schauen. Du siehst in Freiburg die Weinberge, so wichtig sind. Das heißt also, Abgründe, Lichtblicke. Wir dürfen heute ein bisschen auch Bilanz ziehen, vielleicht jetzt am Ende des Gesprächs. Du warst lange, lange Jahre, hast es eben ja erzählt, auch zum zweiten Mal dann Vizepräsident. Wenn du so zurückschaust und oder den Aspekten vielleicht Abgründe, Lichtblicke jetzt des Brahms-Festivals. Fangen wir mal an, was waren die Abgründe in der Zeit hier an der Hochschule? Das war eigentlich das Ende bei der ersten Vizepräsidentschaft, weil ich einfach psychisch und physisch es nicht mehr konnte. Und dort damals wirklich aufgehört habe, weil ich habe mich richtig krank gefühlt. Möchte ich gar nicht auf Personen gemünzt wissen, sondern es war einfach, ich habe nicht mehr die Kraft gehabt, diese Doppelfunktion, Vizepräsidentschaft und die volle Klasse weiterzuleiten. Also ich bestand darauf, die Klasse weiter zu haben, aus verschiedenen Gründen, das wäre jetzt zu kompliziert zu erklären.
Und ich glaube, wenn ich es jetzt aus der Distanz betrachte, ich war ja damals ein bisschen mitverantwortlich für die Einführung dieser Bachelor- und Masterstudiengänge. Ja, ganz stark. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, das sage ich jetzt auch ungeschützt, ich habe das ein bisschen gegen meinen eigenen Willen gemacht, weil ich eigentlich eine andere Auffassung habe, wie eine Kunsthochschule zu funktionieren hat. Und deswegen war das für mich, das wahrscheinlich habe ich darunter auch gelitten damals, dass ich jetzt mich für etwas einsetzen musste, wo ich eigentlich nicht richtig dahinter stehe. Also das muss ich ganz ehrlich zugeben, das war so, dass es sich dann so entwickelt hat. Wir haben ja dann, glaube ich, auch einen ganz guten Weg inzwischen gefunden. Denke ich schon auch. Aber eben, das sind 10 Jahre, die wir jetzt letztendlich mit diesen Dingen operieren und experimentieren. Und damit sind wir bei den Lichtblicken, das ist in diesem Haus, dass ich das eben sehr schön finde von Anfang an, dass man hier doch bei allen Meinungsverschiedenheiten, die ja da sind, das ist ja ganz menschlich, dass man doch wie eine große Familie hier zusammenarbeitet und versucht, das Beste aus allem zu machen. Und das habe ich hier sehr schätzen gelernt, weil es an der Hochschule, wo ich vorher war, so in diesem Maße nicht der Fall war, in der Breite. Und hier ist es eben in der gesamten Breite. Ich habe als zeitgenössischer Komponist eigentlich von keinem Kollegen oder einer Kollegin jemals gesagt bekommen, das kommt mir nicht in meine Klasse, sondern ja gut, ich guck mal, wie ich dir helfen kann. Das war eigentlich immer die Reaktion und das fand ich ganz toll. Und deswegen muss ich ehrlich sagen, die Atmosphäre hier in der Hochschule, die werde ich vermissen, das glaube ich, bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Jetzt ein bisschen aus der Rückschau, wo du ja doch vieles beurteilen, bewerten kannst, vielleicht auch nochmal anders, als wenn man so mitten im Getümmel dann steht. Wo sollte der Weg hingehen, der Hochschule? Also wir sind ja eine Hochschule im Konzert von 24 weiteren Musikhochschulen in Deutschland. So, gibt es etwas, wo du sagst, da passt auf, wenn ich jetzt nicht mehr da bin, dass es in der Richtung weitergeht oder was wichtig ist für eine Musikhochschule? Also das ist nicht einfach im Moment zu sagen, weil sich die Dinge sehr schnell verändern, auch in unserem Umfeld, in unserer Umwelt. Ich glaube, wir müssen Wege finden, mit dieser Geschwindigkeit umzugehen. Wir müssen vielleicht auch Wege des Entschleunigens ein bisschen finden und die nicht nur an der Musikhochschule populär machen, sondern auch außerhalb. Und das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass ich glaube, dass der kreative Bereich und auch der Bereich der Forschung bei uns noch ein bisschen ausgedehnt werden sollte. Und da denke ich, das hat ja Rico schon einige Nägel eingeschlagen, die in diese Richtung gehen. Dadurch, dass er selbst Komponist ist, ist das natürlich auch ein Bereich, mit dem er sich beschäftigt. Und die ganzen vielen neuen Konzertreihen, die er initiiert hat, das sind schon Sachen, die in eine Richtung gehen, die ich interessant finde, weil man eben bei diesen Konzerten mit diesem Kreativen in die Bevölkerung, in die Schulen, in ganz andere Publikumskreise mit reingeht. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den man weiterführen muss. Die Musikhochschule nicht als esoterischer Leuchtturm. Das muss es teilweise sein, um eben auch in bestimmten Dingen weiterzukommen. Aber dann doch immer wiederum der Schritt in die Öffentlichkeit. So auch wie du es hier machst, hier im Brahms-Institut, dass es jetzt kein abgeschlossenes Institut ist, wo man eher durch 10 Sicherheitsschleusen durch muss, bevor man hier rein darf. Die Tresore sind trotzdem gesichert. Ja, das ist mir klar. Aber ich denke, die Richtung ist haben, glaube ich, alle gut verstanden. Jetzt sitzen da hinten ganz viele aus deiner Klasse, was ich natürlich auch wunderbar finde, viele Studierende aus deiner Klasse. Was passiert mit denen, wenn du dann in den Ruhestand gehst? Also müssen sie sich einen anderen Lehrer suchen oder begleitest du die noch weiter? Oder wie funktioniert dieser Übergang? Weil das frage ich mich schon. Oder ist das eine heikle Frage jetzt? Das ist keine heikle Frage, sie ist nur insofern heikel, als wir das gerade sehr ausgiebig diskutieren und noch kein richtiges Ergebnis gefunden haben, wie wir das bewerkstelligen. Ja. Also ihr werdet sicher eine Lösung finden. Viele werden bis zum Zeitpunkt meiner Pensionierung den Abschluss machen. Einige möglicherweise nicht, dann muss man schauen. Ja. Hängt wahrscheinlich auch davon ab, wer mein potenzieller Nachfolger ist. Ja klar, natürlich, auch dann. Ne? Und das ist auch wichtig, dass es das ja gibt, dass es fortgeführt wird. Ja. Ist auch, glaube ich, ganz wichtig, das zu sagen. Ne? Wie ist es denn, wenn jetzt hier junge Mütter und Väter im Raum wären und die sagen, also
unser Kind soll auch mal Komponist werden. Kann man das lernen? Kann man es denn wirklich lernen? Also heißt das so in dem ersten Semester bei dir, die schreiben dann richtig schön erstmal eine schöne Bachsche Fuge, erstmal schön zweistimmig, die lachen da hinten schon, oder ein bisschen Kontrapunktstudien, oder lernen die auch einen Choralsatz? Ja, in Korea oder, macht man das so. Oder genau. Oder wie geht es eigentlich? Dass man da vielleicht noch mal ein bisschen in deine Werkstatt gucken darf zum Schluss des Unterrichtens. Dieses Arbeiten in historischen Stilen, in historischen Satzarten, das ist eigentlich etwas, was der Bereich Musiktheorie zugeordnet ist, na klar. Ja. Mhm. Und mit Oliver Korte, der diesen Bereich leitet, und Sascha Lemke habe ich die idealen Partner, sind beides auch Komponisten, ja, sehr gute Komponisten. Ja. Und da sind wir immer in ganz engem Kontakt und tauschen uns aus und reden über diese Dinge. Das heißt also, das, was bei uns passiert in der Kompositionsklasse, das handelt sich dann mehr um den Versuch, Visionen zu entwickeln, zu schauen, wo Dinge auszuprobieren, ein bisschen zu experimentieren, natürlich sich mit den aktuellen satztechnischen Gegebenheiten zu beschäftigen, also dem, was so in den letzten, sagen wir, 50, 60, 70 Jahren passiert ist, also vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg. Gut, die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts sollten wir jetzt langsam mal als klassische Moderne doch abhaken. Das ist dann auch mehr der Musiktheorie zugeordnet. Und dann versuche ich natürlich bei jeder einzelnen Person zunächst mal, wenn die Person sich bei mir bewirbt, schaue ich mir die Stücke an, denke, ist ein Potenzial da? Und ich würde sagen, in 80% der Fälle habe ich ganz gute Griffe getan. Ja, schön. Aber es schön. Waren auch Fälle dabei, wo ich gesagt habe, na, das hat nicht funktioniert. Aber die 80% sitzen da hinten. Sitzen hier, ja, klar. Dieter, weil du es nochmal so angesprochen hast, jetzt aus der Klasse heraus, natürlich die Auseinandersetzung im Diskurs auch mit, dass man schon natürlich Dinge kennen muss. Ne? Mhm. Und auf der anderen Seite vielleicht auch doch auch im Kämmerlein sitzen muss und mit seinen Ideen oder im Wald spazieren geht, alleine und seine Ideen vorantreibt. Das ist ja so ein bisschen so ein Spannungsfeld von, man ist im Diskurs oder man ist isoliert. Da gibt es auch historisch tolle Beispiele. Ich greife mal zurück, jetzt nur so eins. Josef Haydn, der von sich gesagt hat, ich bin da in Esterhaza jahrzehntelang auf einem Schloss isoliert und deshalb konnte ich original werden. Er schreibt das richtig so. Ich konnte experimentieren. Keiner hat mich an mir selbst irre gemacht. Also niemand hat ihn so konfrontiert mit anderen Dingen, sodass er original werden konnte. Also natürlich kannte der auch seinen Mozart und seinen Beethoven. Das ist ja dann klar auch später natürlich in Paris gewesen und in London. Aber so in dieser Situation. Während jetzt, ich sage ein Beispiel, der Diskurs ja auch wichtig scheint. Mozart schreibt auf Opus 33 von Haydn die Haydn-Quartette. Also er setzt sich ganz konkret mit einem Gegenüber auseinander. Ne? Spielt das in der Ausbildung eine Rolle? Also kann man das so prozentual sagen, vielleicht jetzt gar nicht, ist ja bei jedem individuell auch unterschiedlich, aber beides spielt heute auch noch eine Rolle, der Diskurs und das. Also das stille Kämmerlein muss jeder für sich selbst entscheiden, das wird automatisch passieren, das ist gar nicht vermeidbar. Ich sehe zwar manchmal Leute im Foyer sitzen und komponieren und denke, wie machen die das? Weil ich das nicht könnte. Ja. Aber der Diskurs ist ganz entscheidend und der Diskurs findet natürlich in der Klasse statt. Und das ist übrigens der Hauptgrund, warum ich mich während meiner Vizepräsidentschaft geweigert habe, die Klasse zu verkleinern oder zu halbieren, was ich formal hätte tun können, weil ich eben daran geglaubt habe, dass dieser Diskurs in der Klasse erst ab einer bestimmten Anzahl von Personen stattfinden kann. Und dann braucht man natürlich ein, zwei Leute, die das auch ein bisschen in die Hand nehmen können. Da hatte ich das Glück, dass die immer da waren. Und sodass dieser Diskurs eigentlich immer bei uns stattgefunden hat. Und da bin ich auch ganz glücklich darüber. Und so wie wir dann eben auch in die Öffentlichkeit gehen, wie jetzt zum Beispiel bei diesem neuen Poseel-Preis, da kommen ja dann zum Teil Situationen zustande, wo man dann in der Öffentlichkeit auch sich präsentieren muss und argumentieren muss. Und ich denke, aus diesem Diskurs gewinnt man auch wiederum ein Feedback, was sich auf die eigene Arbeit auswirkt. Und oft endet auch ein Unterricht bei mir relativ schnell, dass ich sage, so, bevor wir jetzt irgendwelche Noten weiter diskutieren, so, ich schreibe dir mal jetzt 10 Stücke auf. Da besorgst du mal die Partitur, da besorgst du mal eine Aufnahme davon, bitte nicht bei YouTube, wenn es geht, und beschäftig dich mal damit. Und dann kommst du wieder und dann reden wir weiter.
Du hast ein schönes Stichwort geliefert. Der Unterricht endet bei dir, das Gespräch endet jetzt auch. Und zwar wie immer mit Live-Musik. Also natürlich heute Abend, wenn es jetzt um einen Komponisten wie Dieter Mack geht, gibt es eine Komposition von dir jetzt heute, das ist ja naheliegend. Vielleicht magst du zu dem Stück etwas sagen. Ich darf die beiden Interpreten noch kurz vorstellen. Das ist Imke Frank, die Cellistin, und Rico Gubler, der heute Abend Saxophon spielt, die beiden, für die du geschrieben hast. Das spielt, glaube ich, auch eine Rolle im Zusammenspiel, dass du auch Figuren vor dem inneren Ohr hast, für den oder wo es passen könnte, dass die das Stück spielen. Da müsstest du vielleicht noch ein paar Takte gerne dazu sagen. Gerne, ja, es ist nett, dass du sagst, Rico Gubler heute am Saxophon. Ja, genau. Ich glaube, er hat immer Saxophon gespielt. Ja, sonst ist er ja Präsident und hat andere Sachen zu tun. Genau. Ne? Naja, und es ist genauso kein Geheimnis, dass Imke Frank seine Ehefrau ist, glaube ich. Und ich habe beide kennengelernt, eben als sie hier hochkamen. Wir haben uns eigentlich immer gewundert, dass wir uns vorher nicht kennengelernt hatten, in der Freiburger Zeit noch von mir. Und bei diesem Kennenlernen, auch etwas privaten Kennenlernen, habe ich natürlich auch die beiden Charaktere sehr deutlich kennengelernt, insbesondere ihn natürlich. Und es ist für mich immer spannend, wenn ich gerade meine Duos schreibe. Es gibt so eine ganze Serie von Duos, bei denen ich ganz bewusst die Eigenschaften der beiden Personen, für die ich das schreibe, in das Stück mit einbeziehe. Und das heißt nicht, dass es von anderen nicht gespielt werden könnte, das ist kein Problem. Nur die ursprüngliche Idee und der Auslöser, die Motivation, kommt dann von der Wesensart, oder so wie ich das interpretiere, dieser beiden Personen. Und in dem Fall war das Bariton-Saxophon und Violoncello eine Standardbesetzung natürlich der Jahrhunderte. Klar. Und ich fand das eine ganz spannende Kombination, weil ja der Tonumfang ziemlich ähnlich ist. Und aber trotzdem zwei so vollkommen verschiedene Instrumente, so verschieden wie die beiden auch zum Teil sind, und dann trotzdem wieder gemeinsam vieles machen. Und dieses Spiel spiegelt sich auch im Titel wieder. Das Stück heißt Selisi Baru. Selisi, das ist nun mal jetzt Indonesisch, das heißt Auseinandersetzung, Dialog, Gespräch, und Baru ist einfach neu. Das heißt, es gibt schon ein Selisi, das ist ein Stück für zwei Saxophone. Und als beide mich dann baten, doch für sie ein Stück zu schreiben, habe ich es eben ein neues Selisi genannt, weil natürlich dieses alte Doppel-Saxophon-Duo schon noch ein bisschen in meinen Ohren drin war. Das ist noch nicht so lange her. Aber ich glaube, es ist trotzdem ein komplett anderes Stück geworden, weil es eben mit den beiden Personen zu tun hat. Zu Gast bei Brahms, Dieter Mack, vielen Dank für das Gespräch. Ganz herzlichen Dank.
Thank you.
Damen und Herren, herzlichen Dank für Ihren Besuch heute Abend hier in der Villa Brahms, zu Gast bei Brahms Dieter Mack. Vielen Dank auch den beiden Interpreten natürlich dieser Live-Musik. Und ich darf zum Schluss auf zwei Dinge noch ganz kurz hinweisen. Wir haben es vorher nicht ausgeteilt, weil Sie ja dem Gespräch zuhören sollten und nicht parallel lesen. Aber es gibt zu Ijal ein kleines Brevier von Dieter Mack selbst hergestellt mit Reflexionen zu dieser Musik, zu dieser Uraufführung am kommenden Sonntag. Können Sie draußen einfach gerne mitnehmen und dann nochmal nachlesen. Dann lebt das Gespräch vielleicht auch noch ein bisschen weiter. Und die zweite Broschüre, oder Broschüre nicht, sondern Heft, ist im Grunde unser Programmheft. Lichtblicke, Abgründe, Abgründe, Lichtblicke zum Brahms-Festival. Hier, du hebst es hoch, vielen Dank. Auch da können Sie sich natürlich über das komplette Programm des Brahms-Festivals informieren. Dazu sind Sie herzlich eingeladen und diese beiden kleinen Hinweise wollte ich noch loswerden. Draußen können Sie sich jetzt unterhalten über Dieter Mack, nicht mit, auch mit ihm natürlich, aber auch über ihn beim Erfrischungsgetränk draußen. Und ich sage herzlichen Dank für Ihren Besuch. Vielen Dank. Herzlichen Dank.